Hey, herzlich willkommen zurück beim Mass Effect 2. Jetzt machen wir hier mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir die Scheiße überleben. War ja gerade schon ziemlich heftig. Beziehungsweise im letzten Part, was hier abgegangen ist. Ihr seid ziemlich schnell draufgegangen, ihr beiden Lutschis. Bei dir kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, wenn du 18 Salven auf einmal reingedrückt kriegst, dann bringen dir auch deine 40 Gesundheit in der Sekunde nix. Aber gut, jetzt wollen wir mal weitermachen. So, das ist das nächste. Da müssen wir rechts rum und da das letzte. Perfekt. Code gehackt. Normandy, hören Sie mich? Joker Mhm. hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Ah, Schritt für Hilfe bei Ihnen, den kriegen Türmen Sie die nötig. Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Na, Kollektoren werden toll. versuchen, das zu verhindern. Gut. Noch was? Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereitzuhalten. Na, toll. Ganz große Klasse. Von wo kommen sie denn? Da, aus der Richtung. Direkte Intervention ist notwendig. Das erwartet sie. Hier runter, runter. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Sie können sich nicht widersetzen. Bist du tot? Nichts. Oh, das war heavy knapp. Von wo werde ich denn beschossen? Ey? Meine Angriffe werden sie zerreißen. Unsere Macht ist unvergleichlich. Na, wenn du das sagst. Das Fleisch ist eine Maschine. Wer schießt denn da? So, jetzt musst du. Die Gefallenen werden nicht beachtet. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Oh, verdammt. Oh, von hinten. Fuck, 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 fuck. Fuck you! Ins Knie! So, jetzt kommen wir alle wieder runter. Fuck. Mann. Kommen die jetzt schon? Fuck, 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 warte, 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 warte. Ich muss gucken. Wo stelle ich euch hin? Einer geht dahin. Und ja, wo geht der andere hin? Scheiße. Der andere. Ja, der andere geht da in Deckung. Bestätige! Das ist wahre Macht. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Feinde! Unsere Macht ist unvergleichlich. Der Fortschritt ist nicht zu stoppen. Sie können sich nicht widersetzen. Oh fuck. Lauf, Shepard, ist lauf. Zerbrechlich. Das erwartet sie. Die Toten sind nutzlos. Oh toll, die sind beide draufgegangen. Das heißt, ich bin alleine. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun.
Ich weiß, dass sie das spüren. Oh, wo kam das denn her? Warte. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Beide wiederbeleben. Das wird ein harter Treffer! Ja, ziemlich. Ich weiß, dass sie das spüren. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Das müsste sie ausbremsen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, erste. Direkt auf den Arsch. Aber richtig. Initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ich halte. Und unten bleiben. So. Hoch hier. Wir sind Vorboten. Interessiert mich nicht, wer du bist oder was du bist. Das müsste sie ausbremsen. Wir übernehmen die Kontrolle. Ich weiß, dass sie das spüren. Meine Angriffe werden zerfressen. Mhm. Wartet die Auslöschung. Meine Schilde ist das, müsste sie ausbremsen. Das tut ihnen weh. Die Mächte des Universums verneigen sich vor mir. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Oh. Und unten das bleiben. Erwartet sie. Sie können sich nicht widersetzen. Nee, ist klar. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Chef. Toll, der hat jetzt natürlich. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Weiter. Ist das so fertig mit mir aus? Ich weiß, dass Sie das spüren. Das erwartet Sie. So. Okay, was ist jetzt los hier? Da kommen noch mehr. Na toll. Immer so, dass noch mehr kommen. Super. Wo denn? Von der Seite diesmal. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Da kommen noch mehr. Wir haben wohl die Aufmerksamkeit erregt. Super. Okay. Sie werden mich nicht. Das wird ein harter Treffer. Ach, das Magazin ist wieder leer. Super. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Das glaubst du, pass auf. Wir sind ihr genetisches Schicksal. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Schild ist unten. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Okay, okay, wenn du das sagst. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Ich setze. Fuck. So. Ach nee, falsche Richtung, Mann. Ach, das ist meiner. Okay.
Von wo? Munition. Geh weg da. Super. Genial. Von wo? Oh, was kommt da denn jetzt? Na, du bist ja schön. Edi, wir brauchen das System online. Ein neuer Gegner. Was immer das ist, erstmal nicht zu nah ran. Richtig. Die Anschlusszeit der Batterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Bisschen Munition haben wir. Schilde sind ausgefallen. Wirkungslos. Fuck. Toll, jetzt hat das Ding auch noch eine Barriere. Abwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Oh, super. Lass mich. Geh weg. Mein Angriff war wirkungslos. Scheiße. Wieder Barriere. Perfekt. Super, schon wieder eine neue Barriere. Das wird zum Kotzen, ey. Draufhalten. Jetzt alles, was wir haben. Oh Mann, ey! Lad doch nach! Nein! Oh, verdammte Scheiße, ey! Alter Vater, ey. Jetzt sei nicht, ich darf das alle wieder von vorne machen. Nein, okay. Oh, das geht ja, das hält sich ja noch in Grenzen. Guardian-Schiffsabwehrbatterien bei 100. Ja, bla. Prozent. Ich habe die Kontrolle. Ich seh's nicht. Müsste sie ausbremsen. Na, da glaubst du. Feuere mit Schiffsabwehrbatterien auf
direkt auf den Arsch. Mein Angriff war wirkungslos. Fuck. Fliege unter schwerem Bedarf. Betäubungsschuss bereit. Das ist ja der Wahnsinn. Mach das Schild voll, Mann. Oh fuck, geh dahinter. Kollektorenschiff ist getroffen. Das ist ja der Wahnsinn. Und unten bleiben. Ja, ich bin ganz unten. Nein, falsche Seite, du Idiot. Alter Vater, ey. Ich muss schön weit wegrennen. Mein Angriff war wirkungslos. Toll. Super. Auf den Boden, sofort. Mein Angriff war wirkungslos. Oh, ich glaube, haben wir's? Oh, wir haben's. Boah, der Wahnsinn, ey. Sie ziehen ab. Wird ja Zeit, ey. Alter Vater. Kranke Scheiße. Sie haben die meisten Menschen an Bord. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Es war ein guter Kampf, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Schön, sie wiederzusehen. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles. Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Ich wäre Ihnen überall hin gefolgt, Commander. Ich dachte, Sie wären tot. Sie...
waren mehr als nur unser Commander. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Es ist zu viel Zeit vergangen. Ich war 2 Jahre außer Gefecht. Ihre Karriere und Ihr Leben sind weitergegangen. Warum sollten wir alte Wunden aufreißen? Mein Leben ging weiter. Aber jetzt sind Sie wieder da. Und wir haben Meldungen über Sie und Cerberus bekommen. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus ist nicht der Feind. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ich habe niemanden verraten. Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Williams. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass Sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Sie sind zu emotional, Ash. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Komm lieber mit mir, wie früher. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Ach, Ash. Mensch. Ein bisschen kann ich sehr verstehen. Mir auch gesehen, was Cerberus früher gemacht hat. Naja. Kann man nicht ändern. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.